Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Minecraft Poppyhausen Staffel 2, würde ich mal so behaupten. Ich bin heute nicht alleine auf dem Server, Christina ist auch da, aber ich nehme alleine auf heute. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache einfach mal eine kleine Station, wo die Neuankömmlinge in dieser Stadt dann auch ankommen können und dann auch diese Stadt, die mal irgendwann erstehen soll, dann auch die Stadt betreten können und dementsprechend, und das tut man natürlich am besten an einem Hafen, würde ich sagen. Und den habe ich hier gebaut, zumindest schon mal angefangen zu bauen, habe hier so quasi den Strand, hätte ich beinahe gesagt, die Hafenmauer irgendwo angefangen zu errichten. Aber ich denke mal, ich werde das nochmal einen höher bauen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann hier oben sein und muss dann nur gucken, dass ich da hinten hier irgendwie dann etwas weiter runterkomme oder sowas. Ich glaube, das werde ich auch tun. Das mache ich, glaube ich, sogar auch. Das hier werde ich allerdings offscreen machen, weil es ist, glaube ich, nicht so toll, wenn er hier ewig ins Wasser taucht und dann, weil das war hier unten echt eine scheiß Arbeit, das runterzumachen, weil ich habe das hier alles begradigt, sah ja vorher so aus, habe das jetzt hier begradigt alles, dass das glatt ist, dass hier auch die Schiffe runter können. Das da unten, habe ich festgestellt, ist alles Kies. Ich dachte erst, das wäre Ton, habe ich erst gedacht. Aber dem ist gar nicht so. Ton ist wirklich, ist zwar auch da, aber dann doch leider Gottes wieder etwas, nicht seltener, aber es war schon ordentlich hier zwischendrin gewesen, keine Frage. Aber es war schon, nicht gerade cool. So, das heißt, ich habe nämlich vor, hier auf dieser Geschichte, kann ich ja mal ganz kurz anreißen, bevor ich zu dem eigentlichen komme, was ich heute machen wollte. Und zwar habe ich hier schon mal angefangen zu bauen, werde ich hier alles unter Stein setzen. Macht man so, damit das Wasser halt das Gebäude oder Gebilde nicht unterspült und somit dann das Gebilde nicht zusammenfällt. Tintenfisch. Blub, blub. Sieht aus wie eine Muschi da unten drin. Okay. Und das will ich halt dann eben so runtersetzen, dass dann eben auch da unten runtergetaucht werden muss. Ich kann dann mal hier Licht anmachen und dann muss ich hier runtertauchen und setze hier wieder mal einen Block und tauche wieder hoch. Und ich glaube nicht, dass wir das eine ganze Folge sehen wollen. Deswegen, das werde ich offscreen machen. Werde euch da ab und zu ein paar Updates zubringen, wie das hier so ausschaut. Mal schauen. Also ich habe vor, wie gesagt, dass hier vorne irgendwo der Anleger stattfindet. Dass das hier so der Anleger ist. Entweder hier oder hier. Mal gucken. Und vielleicht werde ich dann hier irgendwo eine Werft hinbauen. Wobei, das weiß ich natürlich noch nicht. Hier kommen auf jeden Fall Gebäude hin. Könnte auch sein, dass hier nur so ein Handelsumschlagplatz stattfinden wird, weil da baut die liebe Christina ja schon ihre Hütte. Ich greife wahrscheinlich schon etwas vor, aber das soll mir egal sein. oder kann auch sein, dass ich hier die Werft hinbaue, dass man hier dann einfach nur auf den Knopf drückt und dann sitzt man im Boot und fährt raus oder sowas. Mal gucken. Irgendwas werden wir tun. Redstone-Technik, sei willkommen. Werden wir auf jeden Fall tun. Denn ich werde hier, muss man auch dazu sagen, kommt der berühmte Kontor hin, wo die Leute dann entsprechend, wenn sie ihre Ladung gelöscht haben, ihre Ladung hier reinbringen können, dann kann die hier zwischengelagert werden, wo sie dann wieder weiter verschifft wird nach außerhalb oder eben tatsächlich hier auf den Marktplatz kommt zum Verkaufen für die lieben Leute. Das ist so, gehört dazu zu jeder vernünftigen Stadt und dementsprechend werde ich, ich habe ja auch ein paar Bruchsteine schon gesammelt, wir waren ganz fleißig farmen gewesen, ja natürlich, und habe ja auch schon normalen Stein gemacht und diesen Stein habe ich mir überlegt, kann man ja zusammen craften zum Steinziegel und da habe ich mir überlegt, werde ich tatsächlich den Boden aus Steinziegel machen, nachdem ich den Boden erstmal wieder mit Bruchstein gefüllt habe. Ich glaube, das werde ich so auch tun. Habe hier schon mal gekennzeichnet, dass da ein Gully hin sollte. Also so eine Ablaufrinne hier. Siehst du, dann kannst du da noch rüberlaufen. Aber es ist tatsächlich so, dadurch, dass ich mir jetzt gerade just im Moment der Aufnahme oder am Start der Aufnahme überlegt habe, tatsächlich den ganzen Platz hier einen höher zu setzen, muss ich den ganzen Quark wieder abbauen. Macht Spaß, natürlich. Freue ich mich auch tierisch drauf. Macht aber gar nichts, weil dazu ist ja Minecraft da, um das eben alles wieder regelmäßig zu verändern, dass man da alles doppelt und dreifach macht.
Das ist natürlich heiß, was die da baut. Okay. Christina hat im Übrigen schon die ersten Pferde natürlich eingefangen, eingesammelt und hat da natürlich entsprechend dann auch schon einen Pferdestall gebaut und Schafe gesammelt, damit sie Wolle bekommt und so weiter und so fort. Die war schon fleißig den ganzen Tag hier auf dem Server. Fleißiges Bienchen, muss man echt sagen. Nicht nur eine flotte Biene, auch eine fleißige Biene. Muss man ja echt sagen, ne? Also, das kann man ihr jetzt nicht verübeln. Aber ist halt so, ne? Bei neuen Projekten bist du immer so ein bisschen Feuer und Flamme und gibst da richtig Kette, dass du vorwärts kommst. Weil du willst ja auch fertig werden und deine Fantasie wieder laufen lassen und sowas alles. Zack, so. Genauso machen wir das. Würde ich mal so behaupten. Na, so viel Ausschuss haben wir gar nicht. Ich dachte, das wird schlimmer. So, dann haben wir hier nämlich auch wieder den Anfang. Und dann würde ich hier innen drin, weil in einem Kontor ist ja immer Betonboden eigentlich drin, ne? Also richtig fester Boden vor allem auch. Weil da ja ziemlich viel Umschlag ist. Im Sinne von Pferdegespanne und andere Bauerngelumpe und sowas alles. Und dementsprechend ist es dann auch so, dass hier wirklich, ich fülle das mal mit Steinen auf, werde ich wahrscheinlich bereuen, aber bleibt mir nichts anderes übrig, weil so haben wir es zumindest etwas stabil gebaut, dass wir dann nicht Probleme mit dem Gewicht bekommen, denn wenn hier wirklich die ganze Ware drin ist und das ganze Lager dann hier 3, 4, 5 Mal umgeschlagen wird, dann kannst du wirklich von ausgehen, da kommt ein richtiges Gewicht zustande, ey. Ohne Witz, wie ich immer zu sagen pflege. Nee, du kommst da nicht hin. So, dann haben wir nämlich hier schon mal die Möglichkeiten, einen Kontor zu bauen. Diesen Kontor werde ich bauen auf Größe, was war denn das gewesen? Warte, habe ich hier irgendwo in einer Datei, warte mal, 17 mal 11. Ja klar, kannst du dir Sand nehmen, ja klar. Dafür habe ich nachher abgefarmt. Da war nämlich hier vorne dieser Sand. Den habe ich, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge gesehen. War ja hier vorne der Strand gewesen. Den habe ich komplett abgefarmt, Alter. Und dann natürlich hier unten noch die ganze Geschichte, was dabei rauskam. Einmal hier und auf der anderen Seite. Da haben wir natürlich, ich glaube, eine ganze Kiste Sand haben wir, glaube ich, gekriegt. Das war, ja. Nicht ohne Kanone. Nicht ohne. Ne? Möchte ich mal so sagen. So, komm mal her. Dann können wir schön bauen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hier mit dem Shader zusammen. Ob der Server das so mitmacht, ob der mir die Ressource gibt. Oder ob der Server sagt, hey, Poppy, du bist ein Arschloch. Werden wir sehen. Ansonsten muss ich den Shader tatsächlich zum Bauen ausmachen. Das wäre blöd. Oder ich sollte einfach mal einen Rechner neu starten. Ja, was ich gerade so ein bisschen vermisse, ist hier die Modifikation, dass wirklich die Materialien automatisch nachrutschen. Muss ich ja echt mal so sagen. Aber ist halt Vanilla. Und im Vanilla Minecraft, da hat man eben nicht den Luxus, dass man sich da irgendwas erweitern kann, dass es automatisch geht. Weil dann würden wir ein Technikpack spielen. Und das machen wir ja nicht. So, ich habe mir mit Inbrunst die Kommentare in den ersten Folgen durchgelesen und bin echt begeistert, dass das Projekt so einen riesen Anklang gefunden hat. Auf Anhieb. Also da muss ich echt sagen, vielen, 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 vielen lieben Dank für euren Support. Das wünsche ich mir echt weiter. Also wenn euch der Part bisher gefallen hat, Daumen hoch. Ne? Bewerten nicht vergessen und auch Kommentar nicht vergessen. Freue ich mich immer wieder drüber. Ich lese unwahrscheinlich gerne Kommentare. Das muss ich euch mal so gestehen. Das tue ich wirklich. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Achso, ich sollte ja hier auch noch ausfüllen. Da war ja was. So, es wird dunkel. Das ist auch blöd. Ich hatte ja drum gebeten, in der ersten Folge, glaube ich, schon, dass ihr mir mal ein Häusle vorbauen solltet, in dem ich wohnen könnte. Bin ich für jede Hilfe dankbar, für jeden Vorschlag dankbar natürlich. Und werde mal gucken. Vielleicht mische ich mir auch ein paar Häuser zusammen. Mal sehen. Der Baustil soll auf jeden Fall modern werden. Also da habe ich jetzt dieses, was habe ich gesagt? Diorit, Andesit, diesen helleren Stein von beiden.
Warte mal, können wir noch mal kurz rüber toben zum Haus? Ich mache mal kurz ein bisschen Licht mit an. Was heißt zum Haus, zu meinem Platz? Also ich habe mir den Platz hier oben ausgesucht, wo ich als Bürgermeister hingehen möchte. Und da habe ich hier schon, wie du siehst, fleißig gefarmt. Da habe ich jetzt hier Diorit, den weißen Stein. Der ist im Moment noch roh, der ist noch nicht gebrannt, noch gar nichts. Und habe ich hier den Granit, den roten Stein mitgenommen. Das ist normaler Bruchstein hier. Ein bisschen Eisen, ein bisschen Kohle. Da würde ich mich drüber freuen, wenn wir das Material verwenden könnten. Den Kontor selber werde ich natürlich erst nochmal... ich gehe mal eine Runde pennen. Werde natürlich da nochmal den Kontor halt auf etwas alt bauen, weil Kontoren sind nun mal nicht die modernste Geschichte, sondern tatsächlich schon etwas älter. Da muss man ganz klar mit leben. 3, 4, so, Stein, Stein, Stein und Stein. Das kann nicht sein. Der alte Stein. So. Nee, und da, deswegen werde ich den Kontor hier mit so ein bisschen Bruchstein bauen und Normalstein und so ein Zeug. Und das ist halt der Hintergrund, weswegen ich hier mit Stein ganz normal wie gewohnt arbeite. Aber wie gesagt, mein Haus habe ich halt vor, auf etwas modern zu trimmen. Deswegen, da bitte ich euch wirklich hoch drauf zu achten, wenn ihr irgendwelche Vorschläge macht mit der Bauerei, weil da möchte ich wirklich dann so ein bisschen in die Moderne reingehen, weil ich auch mit Redstone so ein bisschen versuche, hier wieder so ein paar Sachen einzusetzen und deswegen bin ich da nicht von abgeneigt, wenn man etwas hellere Farben nimmt als immer dieses übliche Stein oder Holz. Klar, Holz kann auch mit rein, natürlich, aber eben nicht nur aus Holz bestehen. Und das Haus, was ich in Poppyhausen 1 gebaut habe, werde ich definitiv nicht wiederholen. Weil das gibt's ja schon. In einer anderen Welt, fernab. Und dementsprechend kneife ich es mir ganz einfach, das nochmal zu wiederholen. Deswegen, ich würde mich über ein anderes Haus freuen. Am besten, also ich träume natürlich davon, so eine riesen Villa zu haben. Ich bin auch der Bürgermeister dieser Stadt hier. Und Bürgermeister leben nun mal gut bürgerlich. Deswegen Bürgermeister. Ja, so ungefähr. Also, ich habe hier jetzt erstmal genug Stein verschwendet. Bruchstein. Läuft. So, pass auf. Dann fangen wir den Kontor erstmal an. Und machen den ganz gemütlich. Warte mal, was haben wir denn hier? Ich glaube, hier war das gewesen, ne? Was sag ich? 17 habe ich gesagt. Warte, pass auf, machen wir hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Da. Passt, wackelt, Unheil Luft. So, würde ich mal so vorschlagen. Und hepp. Oh. Knapp daneben ist auch vorbei. So, komm her, dann machen wir hier nochmal weiter. Jump and Run. Wieder verkackt. Ich kann keinen Jump and Run. So. Haben wir 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt nicht. Oh Mann. Also, dann baue ich den nochmal ab und mache das doch nochmal anders. Warte mal, eigentlich habe ich ja die Hoffnung gehabt, dass das so funktioniert. Aber ich brauche 7 so eine Säulen. Das ist die Voraussetzung. Pass auf, dann zählen wir anders. Dann machen wir den Kontor genauso, wie ich es mir ursprünglich mal ausgemalt habe. Wie gesagt, das ist Minekraft. Minekraft fängst du halt nur mal an mit viel Minen. Deswegen Minekraft und viel Umbauen. Ist halt so. Du fängst eben 30.000 mal an, damit es auch so ist, wie du es gerne hättest nachher am Ende. Und deswegen machen wir hier 1, 2. Ich brauche halt den 2er Abstand, dass ich eben, zack. Siehst du, jetzt geht's. So. Dass du hier eben halt diesen typischen Kontor, diese typische Kontoransicht hast, die man von so einem Ding auch erwartet. So, wie viel habe ich jetzt hier? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Oh Gott. Okay, ist doch ein bisschen mehr als gedacht. Eins, zwei, drei. Reicht die, ja? Eins, zwei, drei. Vier. Verdammt, wer hat den Baum hier hingepflanzt? Wer war das? Ich würde sagen, das passt nicht. Also die Maße 17 mal 11 haut nicht ganz hin, würde ich sagen. Wird eng. Wird auf jeden Fall mal eng. Möchte ich mal so ganz stark behaupten. Was ich aber vielleicht noch bräuchte, ist Schwarzeiche. Da muss ich nochmal auf Exkursion gehen, ob wir irgendwo Schwarzeiche finden. Das wäre natürlich mal richtig Porno. So, pass auf. Ich baue hier nochmal ganz kurz diese Bäume ab. Ich mache jetzt die Folge heute bewusst auch etwas länger, weil die letztes Mal ja leider abgebrochen hat, die Folge. Deswegen ist das heute mal so etwas gemütlicher. 1, 2, 3, 4. Verdammt. 1, 2, 3, 4. Okay. Läuft bei mir. So viel zum Thema 11 mal 17. Also, haut nicht ganz hin. Wir machen das Ganze etwas anders, als ich es ursprünglich geplant hatte. So, deswegen habe ich hier, glaube ich, auch so ein paar mehr Steine gemacht. Oh, nein, ich habe mich etwas verschätzt hier. Ich wollte gar nicht so viel Steine machen. So, pass auf. Dann holen wir das hier einfach nochmal nach. So. Ganz einfach. Komm mal her, wir bauen und bauen und bauen und bauen. Das dürfen wir nicht vergessen. So, dann haben wir, glaube ich, hier jetzt endlich das. Ach du Scheiße. Was ich haben will. So. Das sollte jetzt funktionieren hier. Wehe, wenn ich. Drei. Ey du, hau ab. Drei. Okay, das könnt ihr jetzt hinhauen. Dann können wir nämlich hier nochmal weitermachen. So, eins, zwei. So, ja, wie gesagt, also das ist auf jeden Fall ein Projekt, was halt so zum Feierabend mal ist. So ein bisschen gemütlich bauen, ein bisschen schnacken und so. Und da kommt dann auch von mir schon die Frage, wie war denn euer Tag heute? Meiner war etwas langweilig, muss ich ja gestehen. Ich war natürlich auf Arbeit, aber da war nichts los. Ich weiß nicht warum, ob die Leute keinen Bock haben zurzeit irgendwas zu kaufen oder was. Ich weiß es echt nicht. Es ist zurzeit in der Elektronikbranche irgendwie nicht ganz toll. Also es könnte etwas mehr los sein. Sage ich mal so. Es ist nicht so, dass ich gar nichts zu tun habe, das nicht, aber es ist halt langweilig an einigen Tagespunkten, Tageszeiten. Jawohl. Gerade da, wo ich den letzten Block setzen wollte. So. Und deswegen, also da könnte ruhig ein bisschen mehr los sein. Also so ganz, ganz tote Hose ist auch scheiße. Das muss man wirklich sagen. Da geht auch die Zeit nicht rum. Dann sitzt man da auf der Arbeit. Und ich wiederhole mich immer, ne? Auf der Arbeit. Und du kommst irgendwie nicht wirklich vorwärts. Weil du hättest oder hast im Hinterkopf, du könntest ja schon weiterbauen. Deswegen, und das ist halt so der Knotenpunkt, was mich halt immer so ärgert, dass du wirklich den ganzen Tag auf der Arbeit sitzt und da eigentlich. Ja, das sieht irgendwie aus wie so eine riesen Lupe. Na, mal gucken. Und du sitzt da auf der Arbeit und denkst dir wirklich, du könntest hier echt was schaffen, weil du so viele Ideen im Kopf hast, die du umsetzen möchtest. Und dann passiert da einfach nichts. So, pass auf, dann sieht das Ganze nämlich jetzt erstmal so aus. Ich gehe hier erstmal weiter, gehe der Sonne mal entgegen. Und dann. Haut das hin. Du kriegst jetzt von mir auch eine Aufgabe da draußen. Du drückst, sofern es noch nicht getan hast, einmal auf dem Daumen nach oben Button, dass wir den Daumen nach oben bekommen. Und dann schreibst du nochmal unter das Kommentar, was hier noch zu so einem Hafen dazugehört, zu so einem Hafengebiet. Also die Kaimauer und so weiter.
werde ich natürlich offscreen bauen, wobei ich halt diesen Kontor mit euch, habe ich ja versprochen, den baue ich mit euch zusammen weiter. Das machen wir. Also, deine Aufgabe, was sollst du machen? Richtig, auf dem Daumen nach oben Knopf drücken. Die Leute, die zufälligerweise hier mal auf diesen Kanal gestoßen sind, denen sage ich erst nochmal schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Und wenn euch das gefallen hat, was ich hier baue, dann drückt doch einfach den Abo-Button und den Daumen nach oben-Button natürlich. Dann verpasst ihr nämlich auch die nächste Folge nicht. In diesem Sinne, schönen Tag wünsche ich euch noch. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen oder so. Oder dann und so. Alles klar. Tschüss.